In Westfalen, auf dem Schlosse des Herrn Baron von Donnerstrunkshausen, ward mit der jungen Herrschaft zugleich ein junger Mensch erzogen. Ein gar liebes, sanftes Geschöpf, aus dessen kleinstem Gesichtszuge Sanftheit hervorblickte. Ein Kopf fehlte es ihm gar nicht. Und doch war er so offen, so rund, so ohne alles Arg wie unsere Ahnen. Eben deswegen, glaube ich, nannte ihn Baroness Angeline, Schwester des Herrn Barons, Candide. Candide war, munkelten die alten Bedienten im Hause, eine heimliche Liebesfrucht von eben besagter Schwester des Herrn Barons und einem guten, ehrlichen Schlag von Landjunker aus der Nachbarschaft. Zum Gemahl hatte ihn die gnädige Baroness nie gemocht, weil der arme Schlucker seinen Adel mit nicht mehr als 71 Ahnen belegen konnte und weil der Rest seines Stammbaums durch den scharfen Zahn der Zeit war aufgenagt worden. Diese merkwürdige Familiengeschichte verweist auf die Herkunft eines Helden des französischen Philosophen Voltaire. Es geht um den einfach strukturierten, illegitimen Adelssprössling Candide, der auf seinen weltumspannenden Reisen viele Abenteuer und ungeheure Schicksalsschläge erlebt. Der gleichnamige Roman Candide ou l'Optimisme wurde 1759 zuerst anonym veröffentlicht und bald in viele Sprachen übersetzt. 1776 erschien die deutsche Fassung als Candide oder die beste aller möglichen Welten. Die Titel verweisen bereits auf zwei Hauptthemen dieses Romans, der von Voltaire als Conte philosophique, philosophisches Märchen, bezeichnet wurde. Optimismus und die beste aller möglichen Welten. Beide Begriffe werden in der Satire Candide lächerlich gemacht, ad absurdum geführt. Voltaire setzt dem philosophischen Optimismus seinerzeitiger Aufklärungsdenker den philosophischen Pessimismus entgegen und brilliert durch seine realistische, wenngleich satirisch verzerrte Schilderung der Korruption innerhalb der Gesellschaft. Alle seien korrupt. Der Adel, zu dem Candide zumindest mütterlicherseits gehört, die Bürger, die nicht besser seien, aber zur Verdorbenheit der Sitten noch Heuchelei hinzufügten, der Klerus, der nur auf seine eigenen Vorteile achte. Auch die Lehrer seien unwissend, führt Voltaire anhand der Gestalt des Hauslehrers Pangloss, sein Name heißt allzüngig, Vielschwätzer, vor. Pangloss lehrte die Metaphysico-Theologo-Kosmolo-Nigologie, bewies mit der stärksten philosophischen Swade, dass ohne Ursache keine Wirkung sein könne und dass in dieser besten aller möglichen Welten das Schloss des gnädigen Herrn Barons das schönste aller Schlösser sei und die gnädige Frau die beste aller möglichen Baroninnen. Dass ein solcher Lehrer unseren Candide nicht klüger macht, liegt auf der Hand. Voltaire fügt hier noch einen Seitenhieb auf den deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz ein, der das ideale Konzept unserer Welt als der besten aller möglichen Welten entwickelte. Nur opportunistische Phrasendrescher wie Pangloss könnten solche Behauptungen aufstellen, meint Voltaire, denn die Welt sei wahrhaft schlecht, vielleicht die schlechteste denkbare. Das soll auch Candide erfahren, der auf seinen Reisen, auf der Suche nach seiner schönen Geliebten Cunégonde, mit Gewalt, Verfolgung, Verbrechen, Dummheit und Sklaverei konfrontiert wird. Zuletzt belehrt ihn sein in Suriname kennengelernter zweiter Lehrer Martin, ein lebenserfahrener holländischer Denker, dass Habgier und Bosheit in Wirklichkeit die allbeherrschenden Motive des menschlichen Handelns seien. Dieser philosophische Pessimismus öffnet Candide zunehmend die Augen über den Zustand der Welt. Er heiratet die durch Misshandlungen entstellte, nun hässliche Cunégonde und zieht sich mit ihr und Martin auf ein Landgut zurück. Es ist kein friedlicher Garten Epikurs, sondern eine Enklave der vom Leben Enttäuschten. So ist auch der Schluss dieses negativen Märchens resignativ, denn der unverbesserliche Lehrer Pangloss, der versucht, noch einen Sinn in all dem Erlittenen zu finden, wird von Candide kurz abgefertigt. Und Pangloss sagte manchmal zu Candide, jegliche Begebenheit im menschlichen Leben gehört in die Kette der Dinge. Denn wären sie nicht, Baroness Cunégonde-Salber, mit derben Fußtritten aus dem schönsten aller Schlösser gejagt, von der Inquisition nicht eingezogen worden, hätten sie nicht Amerika zu Fuße durchwandert, dem Herrn Baron nicht einen tüchtigen Stoß mit dem Degen versetzt, nicht all ihre Hammel aus dem guten Lande Eldorado eingebüßt,
so würden Sie jetzt nicht hier eingemachten Zedrat und Pistazien essen. Gut gesagt, recht gut, sagte